Also, Frau Nibert, ich gehe gleich aus dem Bild hinter die Kamera und Sie fangen an, ein wenig zu erzählen. Ein paar nette Worte zu Beginn, in Ordnung? Gut. Dann geht's jetzt los. Kamera läuft schon. Hallo, meine Damen und Herren, schön, dass Sie auch heute wieder zu unserer Sendung eingeschaltet haben. Und natürlich auch danke für die viele Fanpost. Das kann doch nicht wahr sein. Wie oft denn noch? Ja, auf jeden Fall danke für die viele Fanpost und... Alles nur Verarsche. Herbert, was ist denn los? Ich habe ein Problem mit dem Computer. Davon verstehst du nichts. Aha, na dann, wo war ich? Ach ja, Fanpost, genau. Und viele haben mich ja auch in den Briefen gefragt, ob ich... Ah, so eine verfluchte Affenkacke. Das geht auf keine Kuhhaut. Alles nur Lügen. Blanker Beschiss ist das. Herbert, du läufst die ganze Zeit vom Arbeitszimmer vor die Türe. Wie kannst du denn von draußen das Computerproblem beheben? Herbert? Hörst du mir überhaupt zu? Jetzt nicht, ich bin beschäftigt. Na, dann mach doch, was du willst. Zurück zu Ihnen, meine Damen und Herren. In vielen Briefen von Ihnen wurde ich gefragt, ob ich tatsächlich verheiratet wäre. Und ja, ich bin verheiratet. Aber ich mache keinen Gebrauch davon. Ich kann auch gut verstehen, warum heutzutage so viele Frauen nicht mehr heiraten wollen. Warum sollte man schließlich für eine kleine Wurst das ganze Schwein kaufen? Fake News. Alles nur Lügen, die mir erzählt werden. Jetzt reicht es mir aber mit dir, Herbert. Beantworte endlich meine Frage. Also gut, Inge. Was war deine Frage? Warum rennst du die ganze Zeit nach draußen, obwohl du ein Computerproblem hast? Ganz einfach. Ich habe mir eine E-Mail-Adresse auf meinem Computer eingerichtet. Und die ganze Zeit kommt die Meldung, Sie haben Post. Dann gehe ich nach draußen zum Briefkasten, um nachzuschauen. Aber der Kasten ist jedes Mal leer. Ich sag ja, der Computer verarscht mich. Stimmt, Herbert, da kann ich dir wirklich nicht helfen. Aber ich bin mir sicher, dass du dieses Problem schon irgendwie in den Griff bekommst. Das hoffe ich auch. Was für ein Idiot. Ich sag ja, ich kann Sie gut verstehen, meine Damen. Wissen Sie, jeder Mensch hat das Recht darauf, hässlich zu sein, aber mein Mann missbraucht es. Das habe ich gehört, Inge. Von mir aus könntest du zu den Taliban wechseln. Warum das denn? Da müsste ich wegen der Vollverschleierung nicht jedes Mal dein hässliches Gesicht sehen. Sie merken schon, meine Herrschaften, sowas wie hier ist nur im Theater möglich. Immer wenn mein Mann und ich auf der Bühne oder vor der Kamera stehen, tragen wir Masken. Morgens setzen wir die Masken auf und abends ab. Na, das wäre schön, wenn du mal eine Maske aufsetzen würdest. Da müsste ich mich auch nicht jedes Mal so erschrecken. Meine Herrschaften, meine Frau ist so alt, wenn die am Friedhof vorbeiläuft, wird sie von zwei schaufeltragenden jungen Herren verfolgt. Herbert, du sollst nicht immer vom Thema Tod reden. Außerdem weißt du doch gar nicht, was du machen sollst, wenn ich plötzlich nicht mehr da bin. Ach, mein Schatz, jetzt stirb du erstmal, dann sehen wir weiter. Wenn einer von uns beiden stirbt, ziehe ich wieder zurück nach Titisee-Neustadt im Schwarzwald. Ja, genau, du kommst ja gebürtig aus dem Schwarzwald. Deshalb sage ich zu deinem Hinterteil auch jedes Mal Schwarzwälder Schinken. Bevor ich es vergesse, Herbert, unsere Tochter kommt morgen wieder aus dem Urlaub zurück. Sie war ja 2 Wochen in St. Petersburg. Das ist ja toll. Und bringt sie auch ein Andenken mit? Ja, bringt sie. In 9 Monaten ist die Taufe. Was? Oh, das ist natürlich nicht so schön. Herbert, lebst du noch? Was für ein Schlappschwanz. Na, zumindest gibt er jetzt Ruhe und wir können mit der Reportage weitermachen. Gut.